Ja, erstmal herzlich willkommen zu Modern Koi Home Entertainment, Folge 64 mit Tim, Tom und ich habe keinen Namen mit T und drei Buchstaben. Gibt es da noch einen, Tim, Tom, wie Trick, Tick, Trick und Track? Wobei der Größe nach sind wir eher die Waltons. Ja, heute geht es um die Selektion der Kleinen, die wir beim Lockdown damals von 10, 12 Zentimeter aus selektiert haben. Drüben in unseren kleinsten Becken 11, 12 und 13. Und die ersten paar Wochen während des harten Lockdowns haben wir immer wieder geblockt, haben gezeigt, wie sie sich entwickelt haben. Und wie bei den Größeren war es dann so, dass wir irgendwann hier im Tagesgeschäft waren. Dann haben wir die Futterautomaten eingestellt, haben sie nicht mehr gewogen, nicht mehr gemessen, haben einfach geguckt, wie wachsen sie. Die wirklich zurückgebliebenen, die haben wir dann rausgenommen, wobei ich auch immer wieder erwähnt habe, während der Selektion, dass das Zurückbleiben nicht unbedingt ein Zeichen dafür ist, dass die schlecht wachsen, dass sie kein Wachstumspotenzial haben, sondern dass es einfach ein Zeichen sein kann, dass sie sich in der Gruppe nicht wohlfühlen, dass die derzeitigen Bedingungen nicht optimal sind. Und wenn Sie die Zuschauer fragen, was Sie hoffentlich tun, alle von Anfang bis Ende anschauen, dann werden Sie vielleicht auch den Blog mit Sandra gesehen haben, vielleicht kommt er aber auch erst noch, wo sie auch darüber schreibt, über die Hierarchie der Koi. Ach, da geht es um die abstehenden Flossen. Wenn Sie den Blog anschauen, da hat sie es erzählt, dass sie ganz der absoluten festen Überzeugung ist, dass manche Fische sich in manchen Teichen aufgrund der Hierarchie unter den einzelnen Koi nicht wohlfühlen, dadurch nicht so viel fressen und dadurch auch nicht das Wachstum umsetzen können. Und auch das habe ich schon öfters erzählt. Genau so geht man auch in Japan vor, dass man die schneller wachsenden, den etwas langsamer wachsenden, dass man die voneinander trennt, sie in unterschiedlichen Naturteichen großzieht. Und witzigerweise, und das haben wir ganz oft beobachtet, dass Koi, die als Jumbo Tosai eher in der zweiten oder dritten Klasse gespielt haben, dass die plötzlich nach einigen Jahren waren das die größten des Jahrgangs. Also auch das kommt vor. Und wie das genau abläuft, was da genau passiert, das weiß wahrscheinlich heute noch kein Mensch. Die Wissenschaft spricht auf der einen Seite von der Epigenetik. Sandra spricht von der Hierarchie. Ich denke, es ist eine Mischung aus allem. Und wenn wir heute unsere 56 Kleinen, die wir noch haben, und so klein sind sie nicht, wenn wir die heute anschauen und selektieren, wir haben oben bei den größeren, haben wir nach Varietäten die Becken aufgeteilt. Und heute gehen wir aufgrund dessen mal ganz gezielt vor, dass wir sagen, in Becken 16 werden wir die kleinsten reinmachen. Hier die mittleren und die größten, die am schnellsten wachsen, packen wir hier rein. Und wir werden auch hier alle zwei, drei Wochen, so wie es reinpasst, werden wir wieder selektieren. Und dann sehen wir ja aufgrund des Zuwachses und aufgrund der Gewichtszunahme, wie haben die sich entwickelt. Und gibt es vielleicht auch in den Becken immer wieder Fische, von denen man es nicht angenommen hätte, dass sie langsamer wachsen, aber die dann zurück sind. So, also, jetzt werden wir hier anfangen. Wir selektieren heute nicht varietätsmäßig, da sind zu viele drin, da müsste man zu viel rumstochern, sondern wir holen immer 5, 6 Stück raus und schauen uns die dann an und werden sie Ihnen präsentieren. So, wo hängt's? Am Kescher. Am Kescher. Vorbereitung ist alles. Houston, wir haben ein Problem. Ja. Jetzt geht's los. Ja, und es hat wirklich auch hier einige Koi drunter, die absolut sensationell sind. Hier haben wir jetzt die ersten. Hältst du die Kamera, dass ich mal der ein oder andere zeigen kann? Also, hier haben wir einen absolut geilen Ochiba. Und ich sage Ihnen gleich, die Ochiba hier sind cooler als die oben. Der hat zwar keine Zeichnung am Kopf, ist aber ansonsten ein richtig, richtig von der Qualitativität und von habe ich Qualitativität gesagt? Und von der Körperform ist er richtig geil. Also den ziehen wir auf jeden Fall groß. Und oben haben wir ja die meisten 32 plus gehabt. Und die haben, der hat jetzt 28. Also völlig ausreichend. Hier haben wir einen aus unserer neuen Metallic Ochiba Zucht. Ist also kein Kinmatsuba von Kuchaku. Hat ein bisschen vorne verbogene Brustflossen. Und sieht nicht zu nah ran, das wird immer scharf wahrscheinlich. Genau so, und dann kannst du mit dem Tele arbeiten, wobei da bist du ja schon... Ne, muss mal vorne drehen. Genau hier. Dann kommt es näher wahrscheinlich. Ja, ja. So. Jawohl. Er wirkt ein bisschen kurz, aber... Es ist eine, hat einen riesen Schädel, ist eine neue Blutlinie, darum werden wir den auf jeden Fall groß ziehen. Der hat auch schon 27. Hier haben wir einen Goschki, wie oben, ziemlich hell geblieben. Auch cool, hat auch 26. Und hier haben wir noch ein paar kleinere.
und qualitativ okay. Ein bisschen stinklangweilig, ziehen wir trotzdem groß. Und hier haben wir wirklich tollen Goschki. Hier brauchen wir auch noch nicht nach dem Geschlecht schauen, weil erst ab so 27 cm macht es dann richtig Sinn. Er fühlt sich jetzt noch weiblich an, aber ist auch echt ein toller Koi. Und wie oben sind die auch ein bisschen kleiner mit 24 cm. Also die werden jetzt gemessen, fotografiert und gewogen. Und ja, erstmal gut, von denen geht keiner raus. Und bevor wir die jetzt auf die Gruppen aufteilen, muss ich mal reinschauen. Wir haben ein paar absolute Granaten. Da ist keiner. Also das hier ist die mittlere Gruppe, die drei. Und die drei sind die kleine Gruppe und die wirklich großen, die kommen dann noch. Also, Kamera aus, oben auf Rack. Ne, auf dem roten, genau. Sammy? Sehr gut. So, hier haben wir den nächsten Schwung. Und hier haben wir jetzt aus allen Größenklassen welche drin. Der hier ist sensationell. Sven hat sich dafür interessiert, aber ich kann ihm nicht sagen, was für ein Geschlecht es ist. Das geht auch immer noch nicht. Ein wunderschöner Deutz Koyo in Gelb. War auch immer ein guter während der Aufzucht. Und der hat es auf 31 cm geschafft. Hat einen mega geilen Body. Also, der kann was. Der kann wirklich was. Der geht zu den Großen. Er hier geht zu den Mittleren. Wunderschöner Ojibwa. Auch von der Seite her schön hoch. Und schöne Kopfform. Ah, der hat es auf knapp 29 geschafft. Der geht auch zu den Großen. Und er hier, Koyo, mit 25 geht in die mittlere Gruppe. Da müssen wir schauen, wie sich das Rot entwickelt. Der Schuster hier für den Innenraum, sensationelles Rot. Aber Kopf ist noch ein bisschen dunkel. Schönes Kokinami oben. Müssen wir uns anschauen. Scheint männlich zu sein. Aber das hat jetzt noch nichts zu heißen. Hier. Das war kein Ginmatsuba, das war Kuchaku, hier hat er noch die Reste, hat es abgeworfen. Der geht auch in die mittlere Gruppe. Hier Netsu Ogon von den Metallic Ojibwa, auch stattliches Kerlchen mit 25. So, und dann noch zwei kleinere Ginrin Kohaku. Er hier wird wahrscheinlich männlich sein. Ja, sieht man auch schon. Der hat 19 cm. Der geht in die kleine Gruppe. Und er hier qualitativ auch gut. Der geht auch in die kleine Gruppe. Also haben wir jetzt 1, 2, 3 für die kleine Gruppe, 4 für die mittlere und 1 für die große. 2 für die große. Also, machen wir kurz und dann sind wir gleich mit den nächsten wieder da. Okay, jetzt haben wir einige aus der größten Klasse. Einer der besten Koi überhaupt bei den 10, 12 ist dieser Ojibwa. Ich glaube, wenn Makoto den sieht, dann fragt er, Hommani, Hommani. Also der wird mir nicht glauben, ob der aus der 10-12er kommt, weil der hat eine geile Zeichnung. Miniskat, also hat nichts auf dem Osutsu, aber ansonsten Qualität, Maruten, tolle Zeichnung, tolle Qualität, geiler Körper und scheint weiblich zu sein. Ruhig, blutkleiner. Hat 31, also sensationell. Der geht zu den Großen. Hier haben wir, habe ich gestern schon angekündigt, einen Shizui mit Karashi-Blut. War am Anfang nicht sagen, da hat sich sicher der ein oder andere von Ihnen gefragt, was will man mit dem Fisch. Und die Rückgratbeschuppung wird immer dunkler. Und der ist richtig, richtig mega. Geiler Body, geile Zeichnung. Geiles Rot, ist ein bisschen orange, aber das macht nichts. Dann hat es auf 32 cm geschafft. Der geht auch zu den Großen. Er hier machen wir auch zu den Großen. Toller Ginrin Ojibwa Qualität 100%, Ginrin 98%, Körper 97,5%. Den machen wir auch zu den Großen. Er hier, den machen wir zu den Mittleren. Er hat in der einen Brustflosse so einen schwarzen Strich, haben Ojibwa manchmal. Das ist so eine komische Sumi-Art. Und ich glaube, dieses Gelb drückt noch raus. Man sieht es hier überall. Ja? Das wollen wir wissen. An dem halten wir fest. Der geht in die mittlere Klasse. Hier der Shizui ist witzig. Der hat oben rote Zeichnung bekommen. Die hat er am Anfang nicht gehabt. Qualität ist top. Rückgratbeschuppung auch. Den schauen wir uns an. Der geht auch zu den mittleren.
Der Kutschakku hat leicht so abstehende Kiemendeckel, aber das verzeihen wir ihm. Und ja, auch witziger Fisch. Qualität ist gut. Immer dran denken wir, alles im Innenraum. Den machen wir auch zu den großen Platinum Ogon. Auf die bin ich übrigens gespannt, wenn die jetzt aus dem Naturteich kommen. Weil Makoto meint, die sind richtig geil. Und dann haben wir noch, der geht auch, wo gehst du hin? Ja, auch zu den mittleren. Ein Deutz Ojibwa. Schließt sich aber, der hatte deutlich mehr von den grauen Streifen. Und dann haben wir noch ein Mini. Mini. So, also, so machen wir das. Aber auch geile Selektion. Ich bin total begeistert. Okay. Fällt dir ein bisschen ein? Das ist gut. Brutaler Kopf. So, jetzt haben wir den nächsten Schwung. Und allen voran, dieser ist ein richtiger Katamuyo Ojibwa. Katamuyo nennt der Japaner, wenn die Zeichnung nur auf einer Seite liegt und bis auf ein paar dunkle Sprenkler hat er nichts auf der einen Seite. Aber das ist doch, ist das nicht gerade der Reiz, dieses Koi? Eine Seite Sora-Koi, die andere Seite Ojibwa. Two in one, head and shoulders. Mega. Körper ist richtig geil und ich glaube ja, dass hier noch braun kommt. Auch das werden wir beobachten. Also richtig geiler Koi und hat es auf 34 geschafft. Ist bisher, glaube ich, der größte von allen. Und Tim hat gerade gefragt, ob er hinten ein bisschen einfällt. Nee, der ist einfach ein bisschen vollgefressen. Also das passt schon. So, also in der Runde geht nur er hier in die 14 zu den Großen. Das ist Mittelfeld, auch ein wunderschöner Sora-Goi. Der Shisui, auch wunderschön, auch für die 14, auch toll. Den Goshki geht auch in die 14, auch noch indifferent, also wir wissen noch nicht, was draus wird. Und die anderen hier, logischerweise 16, auch der Deutz Orenji Ogon, auch in die 14. Und hier noch Hikari Ojibwa, der geht in die 15. Und da müssen wir warten, ob sie noch rot weiter ausbildet. Ich weiß nicht, ob er mal nicht zu Ogon war oder nicht, aber da wir jetzt alle bildhaft dokumentieren, werden wir das jetzt schauen, genau wie ist jeder gewachsen und so, und werden für jeden Einzelnen mal eine Wachstumskurve gerade anlegen. Und ja, spannend, finde ich. Sie vielleicht auch. So, machen wir die fertig? Warte kurz. Und hier ist jetzt kein Überflieger dabei. Der Sora-Goi geht in die mittlere Klasse, der ist aber hinten zu dünn. Vorne ein bisschen zu dick. Schauen wir uns trotzdem an, wie er sich entwickelt. Rücken ist okay. Schauen wir uns an. Der Beste hier drin ist wahrscheinlich gerade der Koyo. Hat eine tolle Kopfzeichnung gekriegt. Und der Körper wird auch noch durchfärben. Körper gefällt mir ausgesprochen gut. Mit 28, den machen wir in Gruppe 1. Zu den Großen, zu den Bestwachsenden. Der Kutschakku ist so Mama. Also wenn man bedenkt, wie viel Kutschakku oben dunkel waren. Und der ist jetzt noch ein klein wenig. Und der hat auch 28. Aber den machen wir in Gruppe 2. Hier ein Metallic Jagoi von den Hikari Ojibwa. Der hat viele so kleine rote Punkte. Das kann jetzt aber auch wegen fehlendem Licht, weil die andere Farbe ausgebleicht ist. Und den machen wir in Gruppe 1 mit 30 cm. Den und den, die werden Gruppe 1. Und das hier ist ein Geschwister zu dem Shusui. Bei weitem nicht den Körper, der geht in Gruppe 3 zu den kleinsten. Genauso der Kohaku. Gute Farbqualität, gute Zeichnung, aber vom Körper zu klein. Und übrigens werden wir die alle mit Konichi Number 1 füttern in dem Durchgang und werden bei allen mit 2% Zufütterung starten. So. So, nächste Runde auch wieder interessant. Die Koi dabei. Hier für die mittlere Gruppe. Geiler Goshki. Gut entwickelt, gute Farbqualität, trotz Innenraum, Farbe gut gehalten, schöner Körper, ausgewogen, kein Thema, 26 cm. Vom Körper der Beste ist der Koyo, so wie oben, die Koyos haben halt echt geile Körper. Der hat es hier auf 34 geschafft, also wie der eine Schüssel war es, glaube ich, gleich groß. Der kann sehr groß werden. Der ist von der großen Gruppe, der Kutschakku, ist okay. Ja, ist okay, ist okay.
kann man nichts sagen. Muss man jetzt mal warten. Mein Kopf bricht ein bisschen auf, wie sich der Schwarze entwickelt. Der ist in der mittleren Gruppe. Der Ojiba ist noch sehr schön, auch für die mittlere Gruppe. Tolle Farbqualität. Der kriegt gerade da oben noch zwei Augen, zwei braune. Süß. Ach Gott, ist das putzig. So, der hat 26 cm. Auch, was bist du? Du bist kleine Gruppe mit 22 cm. Auch ein hübscher Ojiba. Auch ein guter Körper. Da ist zum Beispiel einer, da könnte ich mir vorstellen, dass der jetzt richtig das Wachsen anfängt, wenn er von seinen großen Geschwistern weg ist. Und ganz geil ist dieser, der war eigentlich ein Netsu-Ogon. Die Farbqualität ist richtig geil geworden. Richtig dunkelschwarz, schneeweiß. Und der wird für die mittlere Gruppe mit 25. Und hier der Goshki sieht noch witzig aus. Also im Innenraum entwickeln die sich echt gut, muss ich sagen. Mir scheint so, als würden die Farben nicht ganz so strapaziert wie im Außenbereich. Auch hier. Also wir haben keinen einzigen, der das Rot verloren hat. Also das scheint irgendwie Softwash, Schongang, wie Hausfrauen bei der Waschmaschine sagen. Ich hätte letztens an der Waschmaschine die Tür aufmachen müssen, habe ich nicht hingekriegt. Echt, jetzt lach mal. Kannst du das? Ja. Echt? Dann hast du wohl zum ersten Mal gewaschen. Ha? Ja? Ich habe gar nicht gewaschen, ich wollte nur meine Turnschuhe rausholen. Befreien. Also, dann messen und wiegen wir die auch. Und hier in der letzten Wanne auch ein paar meiner Favorites, diese Asagi. Auch mit extrem viel Karashi-Blut, übrigens von dem Shusui, ein Geschwister. Hat auch, wie der Shusui, so eine ganz eigene Entwicklung vom Ami, vom Koginami. Und ne, Koginami ist die Schuppe, aber die Färbung, richtig cool, geiler Körper. Hat es auch auf 29,5 geschafft, also der geht in die große Gruppe. Der Ojiba geht auch in die große Gruppe, aber ganz leider, die Brustflossen sind etwas krumm. Das sieht nicht ganz so toll aus, aber Qualität und Körperbau ist richtig geil. Das ist das, was uns interessiert, hat es auch auf über 30 geschafft. Der Netsu Ogon, auch Riesenkörper, Machine, the Machine. So, der hat es auch auf 32 geschafft. Und der Platin Ogon, scheint ein Weibchen zu sein, auch richtig geil. Und der hat es auf 30 geschafft. So, die anderen, das ist mittlere Klasse, schöner Ginrin, Shoba, bisschen hell geworden. Aber das ist im Innenraum geschuldet. Dann haben wir noch einen von der Qualität sehr guten Genrin Ojiba. Und wir haben ein Mikro. Witzig, oben waren die gar nicht so klein zum Teil, die Genrin Kohaku. Aber die scheinen sich wirklich in dieser Enge mit vielen Fischen nicht ganz so wohl zu fühlen. Hier sind sie alle klein geblieben. Auch der Hikari Ojiba. Qualität sieht witzig aus. Und sehr schön ist auch der Goshki hier. Eigentlich einer der besten bislang. Ganz am Anfang war, glaube ich, einer noch besser. Aber die Qualität gefällt mir sehr gut. Mittlere Klasse. So, also, das waren die Koi. Nachher labern wir noch ein paar Worte. Und dann, we will see. Also, messen, wiegen, umsetzen. So, die Fische sind gemessen, gewogen und selektiert. Da waren sie ja dabei. Der leichteste, und das ist interessant, weil die waren ja alle 10, 12, als wir angefangen haben, haben die sehr, wenn ich mich richtig erinnere, haben 12, 13 Gramm damals gewogen. Und die beiden leichtesten wiegen 100 Gramm, haben also ihr Gewicht verachtfacht, aber nur 8 cm gewachsen auf 18 cm. Und der schwerste war 34 cm und 640 Gramm. Und das ist jetzt dann schon verrückt, in der gleichen Zeit ist der eine um 6,4-fache hat dann um das 6,4-fache mehr an Gewicht zugenommen wie der leichteste. In Becken 14 haben wir unsere Tops, da sind 16 Stück drin, die wiegen zusammen 7,6 Kilo. In Becken 15 haben wir 20, die wiegen zusammen 5,8 Kilo. Und in Becken 16, bei den kleinsten, haben wir 18 drin und die wiegen zusammen knapp 3 Kilo. Wir werden jetzt alle drei mit Number One füttern. Wir werden 10 Fütterungen am Tag machen und 2% Zufütterung. Und dann sind wir gespannt und werden so in 3 bis 4 Wochen werden wir die nächste Selektion machen. Und ja, jetzt lasse ich Sie noch mal kurz in die Becken schauen. Also das Becken 14 ist schon mega, mega, mega.
Wasser. Auch hier das Wasser. Sensationell. Ochiba Koyo, Ginrin Ochiba. Richtig geil. Hier haben wir die mittlere Größe. Haben Sie ja alle gesehen vorher. Also von der Beckenaufteilung ist okay. Und auch keins der Becken ist überbesetzt. Und hier haben wir die kleinen. Und jetzt lassen wir die einfach mal in aller Ruhe fressen. Wir machen 1% Progression am Tag. Dass also die Futtermenge 1% pro Tag zunimmt. Dass wir einfach den Gewichts- und Lenkzuwachs mit berücksichtigen in unserer täglichen Futtermenge. So, also, das war der Teil aus Home Entertainment Nummer 64. Und jetzt schauen wir, was wir noch so machen. Yep.